So, herzlich willkommen zu unserem Panel zum Thema Rechtsterrorismus. Wir warten jetzt mal so einen kleinen Augenblick, weil jetzt so langsam alle reintröpfeln. Das dauert immer so einen Moment. Aber ich freue mich sehr, weil ich sehe schon total viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Das ist total großartig. Genau, ich fange einfach schon mal an und dann können ja so nach für nach noch weitere Personen noch reinkommen. Herzlich willkommen bei uns in diesem Panel zum Thema Rechtsextremismus, Rechtsterrorismus. Wir wollen uns nochmal hier anschauen, was sich eigentlich getan hat in den letzten Jahren, wie die Polizei gegen den Rechtsterrorismus vorgeht, was sich auch noch verbessern und noch verändern muss. Wir haben ja vor wenigen Tagen, erst vor einer Woche ungefähr, den Opfern des NSU gedacht. Am 4.11.2011 ist der rechtsterroristische NSU aufgeflogen. Und man muss sagen, er hat sich selbst enttarnt. Also es waren ja nicht die Ermittlungsbehörden, die ihn aufgedeckt haben, sondern er hat sich selbst enttarnt. Und da wollen wir natürlich auch nochmal gucken, was hat sich eigentlich in den letzten 10 Jahren seitdem eben auch in der Innenpolitik verändert. Ich hatte das vorhin schon bei der Begrüßung des Polizeikongresses gesagt, dass seitdem ja leider weitere rechtsterroristische Anschläge, aber natürlich auch viele rechtsextreme Übergriffe und Angriffe auf Menschen eben auch stattgefunden haben. Gerade bei dem Talk, was wir gezeigt haben mit dem LKA-Chef, hat auch er ja gesagt, dass Rechtsextremismus aus seiner Sicht die größte Gefahr für unsere demokratische Gesellschaft darstellt. Also auch die Sicherheitsbehörden selbst sprechen inzwischen davon. Ich freue mich sehr auf das heutige Panel und ich freue mich total auf meine Gäste. Ich habe mir vorhin aufgefallen, dass ich mich gar nicht vorgestellt hatte zu Beginn des Polizeikongresses. Deshalb mache ich das hier ganz kurz. Ich bin Verena Schäfer, sitze für die Grünen im Landtag seit 2010. Also ich kann mich auch noch gut an die Selbstenttarnung des NSU und an die parlamentarischen Debatten daran erinnern. Ich saß auch im NSU-Untersuchungsausschuss. Genau, ich bin innenpolitische Sprecherin für gegen Rechtsextremismus und seit einem Jahr auch Fraktionsvorsitzende. Genau, das vielleicht so viel von mir noch vorab. Jetzt aber zu unseren Gästen. Ich freue mich wirklich sehr, dass Andrea Röpke da ist. Andrea Röpke ist vielen wahrscheinlich gut bekannt durch ihre journalistische Arbeit. Sie haben viele, viele Bücher geschrieben. Ich habe auch viele Bücher von Ihnen in meinem Regal stehen. Und umso mehr freue ich mich, dass Sie jetzt heute hier an unserem Panel teilnehmen und uns gleich mit uns diskutieren werden und gleich einen Input machen werden. Also vielen Dank fürs Kommen schon mal an der Stelle. Genau, und der zweite Gast ist Sebastian Striegel, den ich ebenfalls schon viele, viele Jahre gut kenne. Sebastian Striegel kommt aus Sachsen-Anhalt, sitzt dort auch schon viele Jahre. Ne? Ich muss einfach mal auf meine Karte gucken, schon seit vielen Jahren. Lange. Seit 2011 im Landtag von Sachsen-Anhalt und bearbeitet dort das Themenfeld Rechtsextremismus. Du hast ja auch eine Zeit lang oder davor bei der mobilen Beratung gegen Rechtsextremismus gearbeitet und warst, ich glaube sogar Vorsitzender, ne, des Untersuchungsausschusses zu dem Anschlag auf die Synagoge in Halle. Schön, dass du dabei bist und dass wir uns heute auch mal wieder sehen, auch wenn es nur digital ist. Dann würde ich sagen, starten wir direkt. Wir haben jetzt so eine gute Stunde, also wir müssen so gegen 17.35 Uhr hier wirklich fertig sein, leider, weil ich dann runterrennen muss, wieder in unseren anderen Raum, wo es dann weitergeht mit dem Kongress. Deshalb starten wir jetzt direkt und Andrea Röpke hat das Wort. Entschuldigung, dass ich so vorzeitig eben freigegeben habe, aber weil die Technik heute ein bisschen spinnt, bin ich da ein bisschen verunsichert. Ja, danke schön für die Einladung. Ich freue mich natürlich sehr. Ich bin freie Journalistin, seit 2011 sind wir natürlich wahnsinnig intensiv mit rechter Gewalt, rechten Terror beschäftigt und gerade auch die letzten großen Demonstrationsphasen von rechts haben die Arbeit für uns als Journalistin wirklich nicht leichter gemacht. Da schwingt natürlich auch ein starkes eigenes Engagement mit, den Austausch auch durchaus mit der Polizei da zu suchen, weil ich natürlich auch sehr viel Kritik durchaus und Unzufriedenheit auch durchaus da habe. Aber jetzt erstmal konkret zum Thema rechte Terrorgefahr. Ich habe 15 Minuten, wie Sebastian Striegel auch, und von daher will ich versuchen, mich jetzt kurz zu fassen. Ich kann natürlich dieses Thema nur anreißen und ich hoffe, wir können dann in der Diskussion nachher dann auch ergänzen. Also falls ich natürlich allen nicht allen gleich gerecht werden sollte.
Es ist tatsächlich für mich das uneingelöste Versprechen der Kanzlerin Angela Merkel nach der Selbstenttarnung des NSU, des nationalsozialistischen Untergrund, beteuerte sie bei einer Gedenkveranstaltung für die Betroffenen, für die zahllosen Betroffenen dieses rechten Terrors, das Helfernetzwerk und Verbrechen des nationalsozialistischen Untergrund würde vollständig offengelegt werden. So war ihre Versprechung. Die Generalbundesanwaltschaft, das Bundeskriminalamt waren über Jahre hinweg eingeschaltet. Es gab mehrfache Untersuchungsausschüsse in den Landtagen. Es gab das große Verfahren vor dem Oberlandesgericht München. Und man kann nur ein Fazit ziehen, und das ist wirklich vernichtend. Diese Helfernetzwerke und Hintergründe zu den Verbrechen des NSU sind nicht offengelegt worden. Das heißt, wir gehen sogar so weit, ich habe auch zusammen mit Kolleginnen Bücher zur rechten Gewalt veröffentlicht, und wir beschäftigen uns immer wieder auch damit, dass wir sagen, hätte dieses Versprechen wirklich die Wirksamkeit gehabt, dann wären vielleicht folgende Verbrechen vielleicht wahrscheinlich nicht passiert. Das heißt, wenn wir die Erkenntnis vor allen Dingen auch in den Sicherheitsapparaten gehabt hätten, wer gehört tatsächlich zu diesem riesengroßen braunen Sumpf, der bereit ist, Terror auszuüben, Gewalt auszuüben, dann hätten wir ganz andere Prävention leisten können, ganz andere Warnungen abgeben können. Das ist nicht passiert. Mit der Nichtaufklärung zum rechten Terror leistet man einfach auch weiteren Taten Vorschub. Das ist unsere These. Der Mord an Walter Lübcke ist ein Fanal gewesen 2019, obgleich natürlich es in Deutschland Tag für Tag immer wieder rechtsextreme Gewalttaten gibt. Es gibt Betroffene, die nicht diese Lobby haben, die kaum Gehör finden. Sebastian wird das nochmal bestätigen können, auch als ehemaliger Mitarbeiter der mobilen Beratung. Walter Lübcke ist ein prominentes Opfer rechter Gewalt gewesen, und Walter Lübcke hat den Zorn auf sich gezogen, weil er sich eben für die Integration, für die Aufnahme von Migranten ausgesprochen hat und gerade bürgerliche Rechte Hetze stigmatisiert, ihn immer wieder ins Gespräch gebracht haben und so auch ins Visier des Täternetzwerkes gebracht haben. Walter Lübcke ist vor seinem Haus ermordet worden, der Täter Stefan Ernst. Wir haben ihn selber 2018 in Chemnitz bei dem großen Aufmarsch des Flügels der AfD gefilmt und fotografiert. Unten zu sehen, ist kein Einzelgänger gewesen. Er war seit Jahrzehnten schon in der rechtsextremen Szene in Hessen, in der nordhessischen Szene, muss man betonen, verankert. Hat er sich im Wahlkampf der AfD engagiert. Das ist alles mittlerweile bekannt geworden. Aber vor allen Dingen hatte er auch über sein Kameradschaftsnetzwerk, über die Strukturen von Gombat 18 engste Kontakte auch nach Nordrhein-Westfalen. Das heißt also, hätte man tatsächlich diese NSU-Aufklärung richtig betrieben, vor allen Dingen auch die militanten Strukturen der beiden NSU-Tatorte Dortmund und Kassel, die 4 Tage auseinanderlagen im Jahr 2006, dann hätte man vielleicht die Erkenntnis gehabt, wie gewaltbereit diese Szene auch in Nordhessen tatsächlich ist. Tatsächlich ist auch hier der Mittäter einer, den wir durchaus auch für den Drahtzieher im Hintergrund von Stefan Ernst noch halten, vor Gericht, wie es sehr häufig so ist, glimpflich davongekommen. Und weitere Mitwissernetzwerke sind auch hier in diesem Verfahren nicht offengelegt worden. Der Nationalsozialismus in Nordrhein-Westfalen, nicht erschrecken. Ich habe mal kurz unter dem Schwerpunkt institutioneller Rassismus bei den Ermittlungen einige Dinge zusammengefasst, weil wir der Kürze der Zeit geschuldet. Tatsächlich waren bei den beiden Anschlägen in Nordrhein-Westfalen des NSU 2001 ein Lebensmittelgeschäft in der Kölner Propsteigasse und natürlich der Tatort in der Kolbstraße. Jeweils waren Migranten lebhafte, bunte, also die offene Welt darstellende Gesellschaft war das Ziel dieser Anschläge. Es waren fanale Botschaften. Und dann 2006 tatsächlich der Mord an Mehmet Kubacik. Sein Kiosk befand sich mitten im Nazi-Kiez in Sichtweite von Wohnungen von prominenten Rechtsextremen aus Dortmund und vor allen Dingen auch des Deutschen Hofes. Die Ermittlungen
ging in allen drei Fällen tatsächlich in erster Linie gegen die Betroffenen. Vor allen Dingen im Rahmen der Ermittlungen der Nagelbombe in der Kolbstraße wurde enorm Druck ausgeübt, vor allen Dingen auch gegen den Betreiber des Friseurgeschäfts, vor dem die Nagelbombe explodiert ist und so weiter. Aber man hat, wie bei der gesamten Mordserie des NSU, rechtsextreme Täter ausgeblendet. Es gab da, und das ist ein kleiner Hinweis, das kann man auch ganz gut in dem Buch von Martin Steinhagen zum rechten Terror nachlesen, es gab einen Hinweis eines Polizeikollegen von Scotland Yard, der auf die Nagelbombenanschläge eines Nazis in den 90er Jahren hinwies und durchaus die Ermittlungsbehörden in Nordrhein-Westfalen darauf hinwies und sagte, das könnten die ähnlichen Tätertypen sein, die eben gegen gezielte aus rassistischen, homophoben Gründen, antisemitischen Gründen eben genauso agieren würden. Der britische Beamte regte eben an, da genau hinzuschauen. Der Hinweis kam allerdings oder ging zu den Akten. Schließlich so die Argumentation, dass der Hinweis nicht weiter ernst genommen wurde. Schließlich sitze der britische Täter ja in Haft. Und da er damals Einzeltäter war, gäbe es keine weiteren Ermittlungsansätze. Keine Übertragung auf die gewaltbereite, militante, rechtsextreme Szene und daher auch keine Ermittlungen in diese Richtung. Tatsächlich haben wir seit vor allen Dingen 2013, 2014 parallel mit dem Erstarken auch der Alternative für Deutschland eine Verrohung innerhalb der gesamten Gesellschaft durch die digitale Revolution, die den rechten Einfluss in den sozialen Medien ist tatsächlich eine Tabuisierung aufgehoben, gebrochen worden und Drohungen gehören mittlerweile leider zum Alltag. Bedroht werden nicht nur Antifaschistinnen, nicht nur Migrantinnen, Menschen mit Handicaps, Leute, die keine Lobby haben, bedroht werden auch Polizeibeamte, wie zum Beispiel der Polizeipräsident in Oldenburg in Niedersachsen bei uns, erhielt Morddrohungen per E-Mail, nur weil er Aussagen der AfD in einem Gespräch kritisiert hatte. Johann Kühme hatte öffentlich gesagt, er schäme sich, wenn Bundestagsabgeordnete der AfD muslimische Mitbürgerinnen und Mitbürger als Kopftuchmädchen und Messermänner bezeichnen oder die Nazi-Gräueltaten als Vogelschiss in der deutschen Geschichte verharmlosen. Johann Kühme hat einst das getan, was die Pflicht jedes Menschen ist, dieser Verrohung der Sprache, dieser menschenverachtenden Wortwahl entgegenzutreten. Und dafür hat er die Morddrohung bekommen, unter anderem nicht heute, nicht morgen, denk einfach an Lübcke. Eine Drohung, die durchaus ernst genommen werden sollte, ebenso wie bei Polizeipräsidenten, wie bei jedem anderen, der derartig bedroht wird. Diese Szene meint es ernst. Und auch Medienvertreter, Dunja Hayali, habe ich hier als eine von vielen genommen, die Drohungen bekommen. Da sind natürlich auch andere betroffen. Jan Böhmermann, Georg Restle sind vielleicht die bekannteren. Aber auch viele, viele Menschen, die nicht so prominente Namen haben, die maßlos von rechts eingeschüchtert bedroht werden, bis dahin, dass es auch ihre Privatadressen und so weiter bekannt gemacht werden. Wir haben tatsächlich die Verrohung, zeigt sich auch anders. Das sind Recherchen oder das sind teilweise auch Leaks aus Internet-Leaks, die bekannt werden und Mailverkehr zum Beispiel wie hier in Mecklenburg-Vorpommern zwischen AfD-Landtagsabgeordneten bekannt gemacht haben. Und die sind einfach so erschütternd gewesen. Wir haben uns da wochenlang durchgewälzt und es war wirklich grauenhaft, das Ganze zu lesen. Vor allen Dingen, weil in diesen AfD-Chats auch es gar keine Bremsen gab, es gab keine Einhalt, es gab keine Kritik. Die haben einfach drauf losgeschrieben und das Ganze eskalierte immer weiter. Der Landtagsabgeordnete übrigens ist der immer noch im Landtag in Mecklenburg-Vorpommern, Holger Apel, schrieb, Zitat, der Typ würde perfekt in unsere Reihen passen. Er hasst die Linken, hat einen gut gefüllten Waffenschrank in der Garage und lebt unter dem Motto, wenn die Linken irgendwann völlig verrückt spielen, bin ich vorbereitet. Es sei, Zitat, eben gut, wenn man einen Schrank voller Gewehre und eine Munitionskiste in der Garage hat. Oder er schrieb, für die widerlichen grünen Bolschewisten sollte man am besten eine Grube ausheben, alle rein und Löschkalk obendrauf. Oder ich kann mir jetzt erklären, warum Revolutionen immer so blutig verliefen. Da muss man einfach ausrasten und erstmal das ganze rot-grüne Geschmeiß aufs Schafott schicken und dann das Fallbeil hoch und runter, dass die Schwarte kracht.
Das Schlimme ist, das sind nicht nur Aussagen, doch in der, denn in der Realität ist es so, dass gerade dieses Spektrum um Holger Apel eben auch direkten Kontakt zu einer ausgehobenen Polizei- und Bundeswehr-Untergrundzelle namens Nordkreuz hat. Das heißt, hier gibt es durchaus auch Leute aus dem Beamtenspektrum, die tatsächlich die Worte in die Tat umgesetzt haben, Munition und Waffen gehortet haben, um tatsächlich auch diese Radikalität vielleicht in die Tat umsetzen zu können. Andreas Zick, Konfliktforscher der Universität Bielefeld, Nachfolger, Konfliktforscher, der seit Ewigkeiten auch schon davor warnt, vor der Radikalisierung der Gesellschaft, vor dem Hang nach Autorität. Er betont nochmal, Zitat, das Rechtssystem, was vor Ort eigentlich gelten sollte, das wird von Rechtsextremen in Frage gestellt und als illegitim betrachtet. Gewalt dagegen wird als legitim angesehen. Das ist das, was wir tatsächlich immer wieder bei Demonstrationen beobachten. Und das passiert auch bei Demonstrationen vermeintlich harmloser Strukturen wie Querdenken. Gerade da zeigt sich auch eine erschreckende Radikalität. Dies sind jetzt Fotos von Kolleginnen. Ich finde es erschütterlich, wenn tatsächlich es nicht unterbunden wird, Geigen mitzubringen, wenn Sträflingskleidung, KZ-Kleidung angezogen wird oder beziehungsweise Plakate demonstrativ getragen werden für Politikerinnen, engagierte Menschen und so weiter. Dem Ganzen wird im Alltag in Deutschland keine Grenzen aufgezeigt. Wir lassen das zu, wir schauen weg, wir sind hilflos und Andreas Zick warnt eben, er spricht von einer rechtsterroristischen Mentalität, die sich bereits gebildet habe. Die tatsächlich gibt es schon lange Studien, auch der Friedrich-Ebert-Stiftung, der SPD, gespaltene Mitte, feindselige Zustände, die unter anderem davor warnen, dass sich eine große Mehrheit der AfD-AnhängerInnen tendieren zu menschenfeindlichen Einstellungen. Feindbilder sind klar besetzt. Und es wird auch gewarnt in dieser Studie, eine radikale Minderheit der Deutschen insgesamt hat auch Sympathien mit einer rechtsgerichteten Diktatur. 12,2% sagen, wir wollen einen Führer haben. 23,3% der Befragten erklären, was Deutschland jetzt braucht, ist eine einzige starke Partei, die die Volksgemeinschaft insgesamt verkörpert. Diese Anzeichen von Professor Zick, aber auch von der Wissenschaftlerin Beate Küper und vielen anderen weisen darauf hin, dass wir einen Hang zur Autorität, einen Hang zur Gewaltumsetzung durchaus seit langem auch bemerken können. Die rechte Hassbewegung, die wir seit 2014 auf den Straßen erleben, sollte Warnung sein, sollte thematisiert werden. Anstattdessen ist es so, dass die Verfassungsschutzbehörden immer wieder relativiert haben. Es dauerte wirklich Jahre, bis sich auch die Redaktionen trauten, Pegida als eindeutig menschenverachtend und rechtsextrem einzustufen. Das dauert zu lange. Das geht so nicht, meines Erachtens. Recherchen haben schon längst nachgewiesen, wie gefährlich diese Straßenbewegungen sind. Und wenn es so lange dauert, das Ganze zu analysieren und die Tatsachen auszusprechen, dann können sie sich bis dahin eben setzen. Und das ist zum Beispiel frühzeitig passiert, dass die Hooligans gegen Salafisten ausgerechnet die Gewalttätersport, wie es im Polizeijargon heißt, dass die sich unter diesem Label Hooligans gegen Salafisten gründen konnten und im Oktober 2014 in Köln demonstrierten. Aber ein Blick hinter die Kulissen macht noch viel Schlimmeres offenbar, denn diese Hooligans gegen Salafisten, Fisten Hugesar, die hier links im Bild mit dem Label der Mafia agieren, La Familia oder die Familie hält zusammen, da macht man dem Bock zum Gärtner. Das sind Gewaltbereite, die sich hier als Ordnungskräfte aufspielen, die sagen, wenn die Polizei die Deutschen nicht schützen kann, wenn unsere deutschen weißen Frauen nicht geschützt werden, dann übernehmen wir das. Und man hat diese Demonstrationen in Köln genehmigt. Und ich war selber vor Ort. Ich habe selten so etwas erlebt, viel zu wenig Beamtinnen. Und es eskalierte nach 100 Metern. Das war natürlich klar bei so einer Szene, die sich da versammeln kann. Und dieser umgekippte Polizeiwagen, das war gleich daneben. Also wir können wirklich von Glück sagen, dass im Oktober 2014 nicht mehr passiert ist. Und zum Hintergrund,
Es waren rund 5000 Mitglieder, nicht nur rechter Hooligans, sondern die kamen aus der Türsteher-Szene, aus der Rotlichtszene, aus dem Rockermilieu, Hells Angels und so weiter dabei. Dann die aggressive Kampfsportszene, nichts gegen Kampfsport, aber hier waren das organisierte rechte Kampfsportstrukturen und natürlich der Neonazi-Szene. Wir haben das immer wieder analysiert. Wir weisen auf diese katastrophal gefährlichen Mischszenen hin, die sich deutschlandweit ausweiten. Und es kam natürlich zur Straßenschlacht und zur Hetzjagden auf Journalisten. Ich habe immer wieder auch migrantische Familien gesehen, die vom Bahnhof kamen, ahnungslos, was da los war. Und man kann wirklich von Glück sagen, dass da keiner verletzt wurde. Was mich total empört hat nach dieser Demonstration in Kiel 2014 war, dass später, viel, viel später, die Polizei einräumte, gewusst zu haben, dass es über 50.000 Einladungsmails dieser Hogesa-Kerntruppe gegeben hat an Teilnehmer. Das heißt, das Ganze ist langfristig vorbereitet worden. Wir waren völlig ahnungslos, dass diese Struktur so konzentriert auf diesen Tag in Köln hingearbeitet hat. Im Netz hatten sich schon 6.000 angemeldet und dennoch war die Polizei mit viel, viel zu wenig Beamtinnen vor Ort. Und dann natürlich noch die Einschätzung von Herrn Maaßen als Verfassungsschutzpräsident, der tatsächlich zeitgleich noch betont hatte, die rechten Hooligans seien kein Beobachtungsobjekt, da sie ja gar nicht oder da sie politisch so indifferent seien. Ich komme aus der Nähe von Bremen, ich kenne die Standarte, es gibt die Essener, es gibt die Dortmunder rechten Hooligan-Strukturen. Das war schon längst bekannt, wie politisch rechts sie waren. Und dennoch gab es diese Relativierung. Und das Schlimme war, in der Kern- und Gründungsgruppe von Hooligans gegen Salafisten saß ein Spitzel des baden-württembergischen Verfassungsschutzes. Man hätte Warnungen abgeben können, das ist nicht passiert. Als letzten Punkt, dann bin ich auch fertig, ein weiteres Fanal, was ich verhängnisvoll finde, ist tatsächlich die Nichtaufklärung mutmaßlicher rechter Anschläge, wie eben der Sprengstoffanschlag auf dem S-Bahnhof Wehrhahn in Düsseldorf im Jahr 2000. Im Januar 2021 ist der Rechtsextremist Ralf S. vollumfänglich freigesprochen worden, obwohl die meisten von seiner Tat oder Mitwirkung an diesem Sprengstoffanschlag auf Sprachschüler tatsächlich überzeugt sind. Tatsächlich hält man ihn weiterhin für einen der Drahtzieher. Er wohnt auch in Sichtnähe. Lagen viele Hinweise vor. Aber nach 18 Jahren erst das Verfahren zu eröffnen, nicht auszuermitteln, V-Leute nicht hinzuzuziehen und vor allen Dingen weder LKA noch Verfassungsschutz hinsichtlich ihrer Quellen tatsächlich in die Zange zu nehmen hinsichtlich der Aufklärung, sind aus meiner Sicht die völlig falschen Fanale. Wir dürfen diese Nichtaufklärung rechter Gewalt- und Terrorakte nicht weiter dulden. Wir müssen da mehr Druck machen. Und als allerletztes das Zitat des Gesellschaftswissenschaftlers Daniel Keil: Das Problem beginnt weit vor rechtsterroristischer Gewalt und durchzieht die gesamte Gesellschaft in ihren Strukturen. Um rechter Gewalt entgegenzuarbeiten, muss man genau das in den Blick nehmen, was durch den Begriff des Rechtsextremismus verdeckt wird. Milieuübergreifende Räume und Netzwerke, seien es personelle oder ideologische. Der Rechtsextremismus agiert nicht isoliert, weder im eigenen Milieu noch in der Gesellschaft. Entschuldigen Sie bitte die Rechtschreibfehler. Dankeschön. Ja, prima, vielen Dank. Wir gehen direkt weiter zu Sebastian Striegel. Vielleicht darf ich aber einen Satz noch kurz sagen. Also ich war ja Mitglied im NSU-Untersuchungsausschuss und in der Tat haben wir uns sehr intensiv auch mit dem Anschlag auf die S-Bahn-Station am Düsseldorfer Wehrhahn auch befasst. Das war eines auch der Themen, die wir da sehr intensiv auch diskutiert haben, genau. Aber dafür haben wir jetzt keine Zeit, wir gehen jetzt direkt weiter. Sebastian, du bist dran. Und genau, meine Bitte wäre nochmal, wenn es irgendwie Nachfragen gibt oder Diskussionsbeiträge, gerne in den Chat reinstellen. Ansonsten stelle ich nämlich gleich meine ganzen Fragen. Genau, Sebastian. Vielen herzlichen Dank, Verena. Vielen Dank, Andrea, schon für deinen Impuls. Ja, und auch von mir nochmal ein herzliches guten Abend.
mit der Frage dieses Panels, wie die Polizei 10 Jahre nach der Enttarnung des NSU personell und fachlich aufgestellt ist, ist das Feld sehr weit aufgespannt. Das ist schon deutlich geworden. Und auch ich werde eine abschließende Antwort auf diese Frage nicht geben können, hoffe aber in den kommenden Minuten zumindest ein paar Ansatzpunkte für unsere Diskussion zu bieten. Das ist die eine Antwort nicht geben kann, liegt aus meiner Sicht schon daran, dass es in der Bundesrepublik Deutschland die Polizei gar nicht gibt. Durch die föderale Struktur haben wir 16 Länderpolizeien und die Bundespolizei hinzutreten, weitere Sicherheitsbehörden mit Vollzugsaufgaben sowie Nachrichtendienste. Und die Kulturen sind zwischen und auch innerhalb dieser Polizeien ja sehr unterschiedlich. Polizeiarbeit in urban verdichteten Räumen wie Hamburg und Berlin oder Köln oder Düsseldorf findet unter gänzlich anderen Bedingungen statt als im vor allem ländlich geprägten Sachsen-Anhalt, wo ich herkomme. Innerhalb eines mobilen Einsatzkommandos wird es eine andere Polizeikultur geben als im Straßen- oder Einsatzdienst. Und neben dem mal mehr, mal weniger harmonisierten rechtlichen Rahmen spielt Polizeikultur aber eine Rolle im Zusammenhang mit unserem Thema. Dazu später mehr. Worauf wäre zu schauen, wenn wir 10 Jahre nach der Selbstenttarnung des NSU nach juristischer Aufarbeitung, die das Handeln von Polizei- und Sicherheitsbehörden und das Ermöglichen des NSU durch staatliche Duldung und Unterstützung weitgehend ausgespart hat. Andrea Röpke hat ja den fehlenden Blick am OLG München auf die Netzwerke des NSU schon erwähnt. Nach vielfältigen Untersuchungsausschüssen mit durchwachsenen Ergebnissen und einer immer wieder erst von den Betroffenen eingeforderten und vorangebrachten Aufarbeitung ein Fazit ziehen, was die Fähigkeit der Polizei und auch von Sicherheitsbehörden allgemein anbelangt, Rechtsterrorismus eben zu begegnen. Ich will dabei 3 Ebenen aufmachen. Erstens den Rechtsrahmen, zweitens die personelle Aufstellung und drittens polizeiliche Kultur oder vielleicht auch Kulturen im Umgang mit rechten Terror und Rassismus. Der Rechtsrahmen hat sich seit der Selbstaufdeckung des NSU in der Tat deutlich verändert. Den Sicherheitsbehörden stehen heute in Reaktion auf den NSU und auf weitere Anschläge deutlich mehr Kompetenzen zur Verfügung, rechten Terror und auch Terror allgemein zu bekämpfen. Wir haben aus meiner Sicht in diesem Feld keine Notwendigkeit mehr für zusätzliche Eingriffsbefugnisse der Behörden, die bestehenden Möglichkeiten zu nutzen. Das ist die Aufgabe, die vor uns liegt, die vor den Polizeien in Bund und Ländern liegt. Die Zusammenarbeit zwischen den Sicherheitsbehörden und die Verklammerung und den Erkenntnisaustausch zwischen den Ländern und mit dem Bund zu verstärken, war eine zentrale Aufgabe, die sich aus der Selbstenttarnung des NSU ergab. Das ist passiert, wenngleich beispielsweise Erkenntnisse aus den Ermittlungen und den Untersuchungen zum islamistisch motivierten tödlichen Anschlag auf dem Berliner Breitscheidplatz zeigen, dass dieser Informationsaustausch noch unzureichend war oder ist und wiederum Erkenntnisse nicht weitergetragen wurden. Und auch heute höre ich immer mal wieder von Staatsschützern durchaus eine Klage darüber, dass sie sich wünschen würden, dass beispielsweise der Verfassungsschutz, ja, offensiver auch mit Informationen ihnen gegenüber umgeht, sie auf Dinge hinweist, damit tatsächlich adäquat ermittelt werden kann oder auch im Bereich der Gefahrenabwehr tätig werden kann. Die Erweiterung der Befugnisse des GBA sind aus meiner Sicht hier ebenfalls zu nennen. Dass dies richtig war, zeigen die zahlreichen Ermittlungsverfahren und auch diverse Beobachtungsvorgänge, die die Behörde seitdem gegen eine Vielzahl von Personengruppen wie die Gruppe S oder Einzelpersonen zum Beispiel wegen Bildung einer kriminellen bzw. terroristischen Vereinigung geführt hat. Und ich glaube, was wir auch nicht vergessen dürfen, weil es tatsächlich auch in polizeiliche Arbeit eingreift, ist die Stärkung der Rechte von Betroffenen und die Unterstützung von Geschädigten. Auch da hat sich doch insgesamt eine ganze Menge bewegt seit der Selbstaufdeckung des NSU. Soweit vielleicht zum rechtlichen Rahmen. Aber wie ist die Polizei 10 Jahre nach der Selbstenttarnung personell aufgestellt? Schauen wir zunächst mal auf die schlichte Frage nach der Anzahl der Polizistinnen und Polizisten in Deutschland. In den vergangenen Jahrzehnten wurde, Stichwort Haushaltsdisziplin, wurden viele aus fachlicher Sicht zu viele Stellen abgebaut, während 1998 noch rund 316.000 Beamtinnen und Beamte bei den Polizeien Dienst versahen, sank diese Zahl bis 2015 auf unter 300.000 ab. Inzwischen sind in den Polizeien von Bund und Ländern rund 10% mehr Menschen tätig, mithin 330.000 Beamtinnen und Beamte im Dienst. Wobei, auch das ist festzuhalten, der Großteil des Personalaufwuchses bei der Bundespolizei
Polizei und in Bayern stattfand. Aber auch in kleineren Polizeien ist hier eine Kurskorrektur erfolgt. Und auch wenn es regionale Unterschiede ganz sicher gibt, allgemein wird den Polizeien in Deutschland wieder mehr Personal verschafft. In Sachsen-Anhalt zum Beispiel wurde nach langen Jahren des Personalabbaus in der Legislaturperiode zwischen 2016 und 2021 unter grüner Regierungsbeteiligung die Trendwende vollzogen. Und es waren trotz hoher Altersabgänge im Saldo wieder mehr Beamtinnen und Beamte im Einsatz. Hier wird man also konstatieren können, dass die Polizei in Deutschland personell besser und vor allem auch deutlich verjüngt im Vergleich zu 2011 aufgestellt ist. Das gilt auch und insbesondere für den Bereich polizeilicher Staatsschutz, der für die Bekämpfung rechtsextremer Kriminalität bis hin zum Terrorismus natürlich von entscheidender Bedeutung ist. Deutlich schwieriger zu beantworten ist die Frage, wie die Polizei fachlich im Feld der Bekämpfung von Rechtsterrorismus aufgestellt ist und welche Bedeutung sie diesem Kriminalitätsfeld tatsächlich beimisst. Um mich hier einer Antwort zu nähern, möchte ich zunächst darauf eingehen, welchen Aufgaben sich die Polizei seit 2011 gegenüber sah. Danach will ich über die Situation in Sachsen-Anhalt sprechen. Da kenne ich mich in besonderer Weise aus. Und wir können das sicherlich nachher in der Diskussion ergänzen, um Blickweisen auch aus anderen Bundesländern, um dann zu Schlussfolgerungen zu kommen. Vergegenwärtigen wir uns noch einmal die Situation im November 2011. Durch das von Beate Zschäpe verschickte Bekennervideo wurde der Öffentlichkeit klar, dass die ermittelnden Polizistinnen und Polizisten im Fall der sogenannten Ceska-Morde jahrelang in die völlig falsche Richtung unterwegs waren und dies in einer geradezu kafkaesken Art und Weise. Unbescholtene Bürgerinnen und Bürger, die Opfer rassistisch motivierter Morde geworden waren, wurden von der Polizei zu Mitgliedern der organisierten Kriminalität gestempelt. Die alleinige Tatsache, dass die Opfer des NSU eine Migrationsgeschichte hatten oder als solche gelesen wurden, gab für die Polizei die Ermittlungsrichtung Clankriminalität vor. Den Angehörigen wurde eine mangelnde Kooperationsbereitschaft mit den Sicherheitsbehörden unterstellt und begründet wurde dies mit einer vorgeblich kulturell bedingten Abschottung gegenüber dem deutschen Staat und der deutschen Gesellschaft. Doch damit nicht genug, um die angebliche Mauer des Schweigens zu durchbrechen, wurden zum Beispiel gegenüber Ehefrauen behauptet, ihr ermordeter Ehemann habe eine außereheliche Affäre gehabt. Im Laufe der Untersuchung des NSU-Komplexes wurden viele haarsträubende Einzelheiten der Polizeiarbeit aufgedeckt und Strukturmängel identifiziert. Andrea Röpke hat auf einzelne Beispiele da verwiesen. Ich erinnere nur an die Kolbstraße. Dieser fachlich saubere, neutrale Ermittlungen umfassend kontaminierende strukturelle Rassismus hat eine frühzeitige Enttarnung von TäterInnen und des sie tragenden UnterstützerInnen-Netzwerks mindestens ebenso stark behindert wie der mangelnde Austausch zwischen den Länderpolizeien als solchen und weiteren Sicherheitsbehörden bis hin zum GBA und dem Verfassungsschutz. Ich kann auf die Rolle der Nachrichtendienste hier heute nicht näher eingehen. Gleichwohl ist festzustellen, dass der NSU ohne die eklatanten Mängel in der Arbeit der verschiedenen Verfassungsschutzbehörden und besonders die demokratie- und rechtsstaatsgefährdende Praxis beim Einsatz von V-Personen nicht denkbar gewesen wäre. Aber durch den strukturellen Rassismus in der Polizeiarbeit wurden die Ermittlungen gegen die Ceska-Mörder, hinter denen sich, wie wir heute wissen, das Netzwerk des NSU auftat, von Anfang an auf ein völlig falsches Gleis gesetzt, sodass sie nicht zum Erfolg führen konnten. Und Menschen, deren geliebte Angehörige ermordet wurden, sind zusätzlich dadurch traumatisiert worden, dass der Staat ihnen mit dem Gestus des Verdachts und sogar der massiven Unterstellung gegenübertrat. Wie soll ein Mensch einem Staat vertrauen, sich mit diesem identifizieren, der ihn derart behandelt? Die Erkenntnis, dass Neonazis jahrelang unerkannt morden konnten und die Ermittlungsbehörden einerseits hilflos im Nebel stocherten und andererseits die auf rechten Terrorismus deutenden Fakten und Ermittlungsansätze nicht zur Kenntnis nehmen konnten, zum Teil kamen ja entsprechende Hinweise sogar aus dem Ausland oder wollten, löst zu Recht regelrechte Schockwellen im deutschen Staat und seinen Sicherheitsbehörden aus. Es folgten zahlreiche Untersuchungsausschüsse auf Bundes- und Länderebene. Alle befassten sich mit den Strukturen von Polizei- und Verfassungsschutzbehörden, ihrem Verhältnis zum Rechtsextremismus und den Fehlern, die gemacht wurden. Alle Berichte enthalten zahlreiche, teilweise sehr weitgehende Vorschläge zur Reform der Sicherheitsbehörden und zur Etablierung einer neuen Kultur innerhalb der Polizei. Dabei sollten insbesondere die Themen Rassismus und kulturelle Sensibilität mehr Beachtung finden. Politik und Polizei selbst standen nun in den letzten Jahren vor der Aufgabe, diese Handlungsempfehlungen umzusetzen. In der öffentlichen Wahrnehmung, so meine ich, gab es seitdem eine Art Doppelentwicklung. Der politischen Rhetorik von Reform und Neuausrichtung standen die in ganz Deutschland bekannt gewordenen Vorfälle mit rechtsextremem Hintergrund
innerhalb der Polizei entgegen. Und das vielleicht auch nochmal als ein Diskussionsansatz, ja, aber vielleicht auch besonders deshalb aufgedeckt werden konnten und aufgedeckt wurden, weil es eine erhöhte Sensibilität auch gab. Ich erinnere an diverse rechtsextreme Chatgruppen, an Datenabfragen im Zusammenhang mit NSU 2.0 und Ähnliches. Es herrschte und herrscht insgesamt eine gewisse Verunsicherung über die Einstellungsmuster unter deutschen Polizistinnen und Polizisten. Zum Forschungsdesiderat ist ja im Einführungsvortrag heute zum Polizeikongress auch schon vorgetragen worden. Und ich glaube, man kann als allgemeinen Befund das festhalten. Und vor diesem Hintergrund möchte ich nun etwas genauer auf die Situation in Sachsen-Anhalt eingehen. Im Gegensatz zu anderen Bundesländern verübte der NSU keine seiner Taten in Sachsen-Anhalt, auch wenn sich einzelne Bezüge des NSU-Netzwerks nach Sachsen-Anhalt auftaten und einer der verurteilten Unterstützer des NSU, Ralf Wohlleben, wohl nicht zufällig seinen aktuellen Wohnsitz im Dreiländereck in Sachsen-Anhalt nahe an Sachsen und Thüringen gefunden hat. Wie hoch das aktuelle Gefahrenpotenzial von rechten Terrorismus ist, wurde am 9. Oktober 2019 deutlich, als ein fanatischer Antisemit hier in unmittelbarer Nähe, also das ist direkt in meinem Wohnviertel, versuchte, schwer bewaffnet in die Synagoge in Halle einzudringen, um die dort Betenden zu ermorden. Als dies misslang, tötete er vor der Synagoge und im nahen Kiezdöner wahllos zwei Menschen und verletzte weitere schwer. In der Folge wurde die Polizei insbesondere dafür kritisiert, dass trotz des höchsten jüdischen Feiertags Yom Kippur kein polizeilicher Schutz erfolgte. Kritik fand zudem und erneut, auch das ist ja eine Kontinuität, der Umgang der Polizei mit Betroffenen des Anschlags. Zur Aufarbeitung der Ereignisse wurde ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss eingesetzt. Ich war dessen Vorsitzender bis Frühjahr 2021 und der Abschlussbericht aus dem April dieses Jahres betont, dass der Umgang mit den Opfern von Gewalttaten verbessert werden muss, denn hier wurde ja nach dem Attentat zu Recht deutliche Kritik laut. Es scheint dies ein grundsätzlicheres, ein allgemeineres Problem zu sein. Auch in Sachsen-Anhalt wurden zudem Vorfälle in der Polizei bekannt, die Fragen nach der inneren Kultur der Institution stellen. Ein Vorfall sorgte dabei für besonderes Aufsehen. Im Oktober 2020 wurde öffentlich, dass ein Kantinenpächter innerhalb der Bereitschaftspolizei in Magdeburg, weil ihm überteuerte Preise zur Last gelegt wurden, allgemein als der Jude bezeichnet wurde. Und das seit etwa 25 Jahren. Über Jahrzehnte wurde also ein klar antisemitisches Klischee bedient und das Entscheidendere daran ist, dass das offensichtlich ohne nennenswerten Widerstand innerhalb der Polizei, also an diesem Standort geschah, dass das also nicht in irgendeiner Form auf Widerworte, auf Hinweise, auf Kritik stieß. In der Folge unter anderem dieses Vorfalls wurde durch das Innenministerium eine Sonderkommission zu institutionellem Antisemitismus und Fremdenfeindlichkeit in der Landespolizei Sachsen-Anhalt ins Leben gerufen. Diese legt im März dieses Jahres ihren Abschlussbericht mit zahlreichen Handlungsempfehlungen vor. Und hier wird nach meiner Einschätzung der Versuch einer wirklich ehrlichen Bestandsaufnahme gemacht. Und die gemachten Handlungsempfehlungen enthalten viele vernünftige Dinge, die im Grunde auch grüne Forderungen waren und sind. Ganz vorneweg ist da die Forderung, nach einem oder einer unabhängigen Polizeibeauftragten zu nennen, an die sich Bedienstete der Landespolizei ohne Einhaltung des Dienstweges richten können. Der Polizei wird zudem nahegelegt, eine lebendige Fehlerkultur zu entwickeln. Und darüber hinaus wird in vielen Einzelempfehlungen hervorgehoben, dass die Polizei diverser werden muss. Denn noch ist sie, jedenfalls in Sachsen-Anhalt, nahezu ausschließlich weiß und zum überwiegenden Teil männlich. Menschen mit Migrationsgeschichte sollen verstärkt angeworben werden. Die Vermittlung kultureller Kompetenz und die politische Bildung sollen der Ausbildung deutlich gestärkt werden. Und während des Berufslebens sollen deutlich mehr als heute Fortbildungen zu den Themen Fremdenfeindlichkeit, Rassismus und Antisemitismus durchgeführt werden. Das hat inzwischen auch tatsächlich begonnen. Die sachsen-anhaltische Polizei hat unlängst einen großen Antisemitismuskongress, ich meine auch sehr erfolgreich durchgeführt. Aber das Gros dieser Empfehlung wird jetzt durch die neue Landesregierung umzusetzen sein. Und wir werden als Grüne natürlich da auch sehr genau hinschauen, dass das passiert. Ich will zum Schluss meines Vortrags kommen, noch von einem aktuellen Ereignis berichten, das uns in den vergangenen Wochen beschäftigte. Vielleicht haben auch Sie davon gelesen. Es ist bekannt geworden, dass eine junge Polizeibeamtin auf Probe in Sachsen-Anhalt über einen längeren Zeitraum Korrespondenz mit dem in einer sachsen-anhaltischen JVA einsitzenden Attentäter von Halle ausgetauscht hat. Das
Problem dahinter ist, dass die Disposition und die Einstellung der Beamten nicht schon im Bewerbungsverfahren oder während der Ausbildung aufgefallen sind. Und das zeigt, dass auch bei hohen Neueinstellungen, wir ziehen aktuell bis zu 500 Leute in jeden neuen Jahrgang rein, und der Konkurrenz der Länder untereinander keine Abstriche bei den persönlichen Anforderungen gemacht werden dürfen. Aber man kann diesem Fall auch ein sehr positives Zeichen entnehmen, denn diesmal gab es keine Mauer des Schweigens innerhalb der Polizei. Als sich die Polizistin im Kreise ihrer Kolleginnen und Kollegen zum Kontakt mit dem Attentäter äußerte, informierten diese umgehend ihre Vorgesetzten, und die Polizistin wurde inzwischen auf eigenen Wunsch aus dem Dienst entlassen. Welche vorläufigen Schlussfolgerungen lassen sich aus dem Gesagten ziehen? Die Polizei gehört zu den gesellschaftlichen Institutionen, denen in Deutschland traditionell ein hohes Vertrauen entgegengebracht wird, aber dieses Vertrauen hat gelitten. Und für Menschen mit Migrationsgeschichte oder Rassismuserfahrung ist der Blick auf Polizei ein grundsätzlich anderer als derjenige der weißen Mehrheitsgesellschaft. Ich erinnere, und das ist für jemanden, der in Sachsen-Anhalt Innenpolitik macht, eine sehr schmerzliche Erinnerung, hier nur an den Umgang mit dem ungeklärten Tod von Uri Jallo in einem sachsen-anhaltischen Polizeirevier. Das ist wirklich der Worst Case in einem Rechtsstaat. Nicht nur, dass jemand im Polizeigewahrsam ums Leben kommt, sondern dass dieser Tod dann auch anschließend nicht aufgeklärt werden kann und auch nicht aufgeklärt werden kann, weil das Aussageverhalten der betreffenden Beamten eben nicht so ist, dass es wirklich hilft, diese Vorkommnisse dort zu klären. Die massiven Fehler im Zuge der Ermittlungen der Morde des NSU und vielfach auch an anderen Stellen dokumentierte Versäumnisse im Umgang mit rechtsextremer Gewaltkriminalität und Kriminalität allgemein, ich will auf Balgstedt oder auf Fretterode verweisen, haben großen gesellschaftlichen Schaden angerichtet, und mit der Polizei steht eben staatliches Handeln insgesamt auf dem Prüfstand. Will man es positiv betrachten, dann kann man feststellen, dass in den letzten Jahren Dinge in Bewegung gekommen sind. Untersuchungsausschüsse, Sonderkommissionen etc. haben das Feld durchleuchtet. In Hessen wurde das Amt eines Polizeibeauftragten geschaffen. In Berlin gibt es seit einem Jahr ein Landesantidiskriminierungsgesetz, das auch polizeiliches Handeln verbessern soll. Der Austausch bei länderübergreifenden Sachverhalten funktioniert deutlich besser. Die Liste ließe sich fortsetzen. Dort, wo der politische Wille besteht, haben gesetzgeberische und organisatorische Schritte stattgefunden. Der mindestens ebenso wichtige, jedoch deutlich schwierigere Schritt ist die Änderung von Polizeikultur. Die Polizei in Deutschland war bisher stark geprägt von einer Kultur der Abgeschlossenheit nach außen. Man regelte seine Angelegenheiten im Innern und schwieg tendenziell eher. Und dabei wurde es teilweise hingenommen, dass Ansichten jenseits des demokratischen Spektrums vertreten wurden. In dieser Kultur kann so etwas wie eine negative Cop-Culture entstehen. Nun wird mehr Transparenz verlangt, und es ist vor allem Aufgabe der Verantwortlichen innerhalb der Polizei, diese Kultur mit Leben zu erfüllen. Das wird eine Herausforderung, denn tradierte Verwaltungskulturen sind schwer zu ändern. Es kommt also der Ausbildung der neuen Generation von Polizistinnen und Polizisten eine hohe Bedeutung zu, ebenso der Auswahl der Polizeianwärterinnen, aber auch ganz konkret den konkreten Praktiken innerhalb der Institution. Dass also viel stärker reflektiert wird, dass Supervision in den polizeilichen Alltag einzieht, all das ist viel, viel stärker notwendig. Und wenn ich nach NRW gucke, dann sehe ich auch dafür durchaus positive Ansätze. Wenn ich also zusammenfassen soll, wo ich die Polizei so 10 Jahre nach der Enttarnung des NSU sehe, dann möchte ich positiv festhalten, dass viele gute Reformvorschläge auf dem Tisch liegen und dass sie in Teilen auch umgesetzt wurden. Aber der Weg ist lang und die Beharrungskräfte sind stark. Der von mir hochgeschätzte Polizeiforscher Raphael Bär macht immer wieder darauf aufmerksam, dass er unter angehenden Polizisten und Polizisten einen Trend zu größerer Härte und Robustheit feststellt. Und er beklagt diese mentale Aufrüstung. Ich meine, als Grüne ist unsere Aufgabe, die Arbeit der Polizei in Zukunft weiterhin konstruktiv und kritisch zu begleiten. Wir sollten uns klar an die Seite derjenigen stellen, die Reformen und eine neue Kultur innerhalb der Polizei voranbringen wollen. Und dann kann eine positive Entwicklung gelingen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Super, vielen, vielen Dank für beide Inputs. Vielen, vielen Dank. Ich hatte ja schon angekündigt, wenn keine Frage im Chat gestellt werden, dann stelle ich einfach meine Fragen. Und ich würde gerne auch direkt, wir müssen auf die Zeit ja achten müssen. Ich stelle direkt mal 2 Fragen in einer quasi. Genau, und zwar, Sebastian, du hast ja auch gerade nochmal von dem Anschlag in Halle berichtet. Und
wenn man sich Halle und Hanau anguckt, muss man ja sagen, von den Tätern her sind es eigentlich zwei Täter, wo wir von einem neuen Tätertypus sprechen. Ne? Also von Personen, die jetzt vielleicht nicht angebunden sind in einer physischen rechtsextremen Szene und auf Konzerte und Demos gehen, sondern die sich in Internetforen radikalisiert haben, auch in kürzerer Zeit und dann diese Anschläge begangen haben. Und in Halle, wenn ich es richtig im Kopf habe, war das Live-Video, glaube ich, nee, das Live-Video nicht, ich glaube, das Manifest in Anführungsstrichen, was geschrieben wurde, glaube ich, auf Englisch, ne? Also auch für eine internationale rechtsextreme Szene bestimmt und nicht für eine deutsche Neonazi-Szene. So. Und das ist aus meiner Sicht eine riesengroße Herausforderung für die Sicherheitsbehörden, diese Menschen auf dem Schirm zu haben. So, da würde ich gerne auch nochmal nachhaken, wie ihr das einschätzt. So, wie kann man solche Radikalisierungen, die halt, wie gesagt, nicht so sichtbar sind, weil sie jetzt nicht auf einer Demo stattfinden. Wie kann man denen entgegenwirken oder das auch irgendwie auf dem Schirm haben? Und das Zweite ist die Motivation für solche Taten. In Halle, das war ganz klar ein antisemitischer Anschlag auf die Synagoge. Interessant fand ich, ich habe auch Ausschnitte des Videos gesehen, weil wir das im parlamentarischen Kontrollgremium uns angucken konnten, Ausschnitte davon. Und das ist ja auch öffentlich, auch Aussagen aus dem Video, dass der Täter ja im Prinzip zu Beginn der Tat so sinngemäß gesagt hat, dass eben auch der Feminismus schuld sei an der geringen Geburtenrate. Also ganz klar eine antifeministische Motivation, die von Frauenhass geprägt ist. Also auch das erleben wir gerade ganz massiv in der rechtsextremen Szene. Und mein Eindruck ist, dass das viele nicht so auf dem Schirm haben. Und da wäre auch meine Frage an euch beide, habt ihr das Gefühl, dass die Sicherheitsbehörden das wahrnehmen und dafür auch eine Sensibilität haben, dass sozusagen auch dass auch neue Themen einfach hinzukommen? Genau. Ich weiß nicht, wer starten möchte. Andrea Röpke vielleicht einfach direkt, genau. Okay, naja, ich denke, die Mechanismen der Sicherheitsbehörden sind ja zunächst so ähnlich wie vielleicht auch im Zusammenhang mit der Herangehensweise mit dem Verbrechen des NSU, tatsächlich zu sagen, wir haben ja keine Bekennung gesehen. Es gab keine Bekennerschreiben, aufgrund dessen kann es kein Terror sein. Das war so, der deutlich machte, Entschuldigung, ihr habt euch überhaupt nicht mit rechtsextremem Terror auseinandergesetzt. Also, und ich will das weiterspinnen. 2016, der Anschlag im Olympiastadion in München mit 9 toten Menschen. Auch hier wurde wieder von einem nicht vernetzten Gamer, von einem gestörten Schüler ausgegangen, der keine Kontakte hatte. Und man hätte 2016, das Ganze ist ja spät und erst auf zivilgesellschaftlichem Druck hin, als rechte Terroraktion, als Terrorakt anerkannt worden. Man hätte 2016 schon damit beginnen können, diese neue Generation von Radikalisierung durch Netze, durch Darknet, Vernetzungsstrukturen, die neuen Anzeichen, diese vor allen Dingen auch, es sind ja immer die gleichen Fanale, immer die gleichen Kennzeichnungen, immer die gleiche Teilhabe, die Partizipation von rechter Gewalt, die ausgestrahlt werden. Und man hätte schon 2016 damit beginnen können, diese neue Erscheinungsweise auch zu analysieren. Das ist versäumt worden. Wir haben auch heute, auch nach Hanau und Halle, immer noch wieder diese Not, dass wir darauf hinweisen, und deshalb war mir auch das Zitat von dem Gesellschaftswissenschaftler Kai so wichtig, es gibt seltenst den Fall, dass solche Taten, solche Vorhaben, solche Pläne nicht geteilt werden. Und gerade am Fall 2016 am EOC in München konnte man sehen, er hat doch die Waffen auch von einem Kameraden besorgt, den er im Netz kennengelernt hat. Er hat es doch geteilt. Der Attentäter von Halle hatte doch hat gestreamt und es waren live Menschen dabei, die davon wussten, die von Anfang an dabei waren. Der Hanauer war vernetzt über die Netzstrukturen. Also wir haben wirklich den allerseltensten Fall wirklich jemanden, der ganz, ganz alleine agiert. Und wir sollten auch gar nicht davon ausgehen. Warum haben wir nicht sofort diese Bereitschaft, sofort vorzupreschen und zu sagen, das muss analysiert werden. Und wie sind die Zeichen, wie sind die Symboliken, wie sind die Vorgehensweisen, die Strategien? Denn das Schlimme ist, und das ist der letzte Satz zur Motivation, das Schlimme ist,
was wir gesehen haben, gerade mit dem absolut menschenverachtenden Anschlag von Utøya und Oslo in Norwegen und fortgesetzt bis Christchurch und so weiter, dass gerade das Gelingen solcher Anschläge verlockend wirken auf die nächsten rechtsextremen Netzwerke, die aus dem Netz heraus entstehen. Dann versuche ich mal noch kurz was zu Halle spezifisch zu sagen. Ich glaube, bei Halle wäre es spannend, zunächst mal auch auf das Umfeld des Täters zu gucken, weil der war zwar nach allem, was wir wissen, nicht in irgendwie rechtsextremen Kameradschaften oder Netzwerken organisiert, aber es ist nicht so, dass er nicht in einem sozialen Umfeld unterwegs war, seine Familie, seine Freunde, und dass die nichts mitgekriegt hätten. Das hat der Prozess ja sehr deutlich gezeigt, und insofern ist da aus meiner Sicht neben der Frage, was hätte Polizei tun können, zunächst mal die Frage nach, an welchen Stellen hätte ein Umfeld auch Stoppzeichen setzen können und sagen können, dein Rassismus, dein Antisemitismus wollen wir nicht nur nicht weiter bestärken. Also die Mutter hat da eine sehr ungute Rolle gespielt, sondern auch ganz konkreten Stoppzeichen zu setzen. Oder wenn das nicht erfolgreich ist, tatsächlich auch sich an Fachberatungsstellen wenden, zu sagen, wir haben hier jemanden, der nicht nur solches Gedankengut äußert, sondern der sich zunehmend radikalisiert und es hätte eine Aufmerksamkeit des Umfeldes bedurft. Zur weiteren Frage, natürlich muss Polizei aus meiner Sicht auch im Online-Raum präsent sein. Und zwar so, wie sie im analogen Raum Streife läuft, auch im Online-Raum. Das wird sich nicht auf jedes Forum bei 4chan oder irgendwo beziehen können. Aber an Kriminalitätsschwerpunkten ist die Polizei auch im Offline-Raum unterwegs und zeigt dort Präsenz. Ich meine, dass sie auch an solche Orte im Netz gehen muss, wo wiederholt zu Straftaten aufgerufen wird, wo tatsächlich Gefährdungen bestehen und dort auch tätig werden kann. Wir haben in Sachsen-Anhalt ein Projekt für die Online-Streife beim LKA umgesetzt. Das ist aus meiner Sicht noch nicht da, wo es sein sollte, aber ich finde, das ist ein wichtiges Zeichen auch, dass der Staat an solchen Stellen nicht erst auf Anzeige von irgendjemandem hin tätig wird, sondern von sich aus proaktiv unterwegs ist. Und ich meine, das ist mitentscheidend. Zur Motivation des Attentäters von Halle, das ist ganz klar, Antifeminismus ist dort ein gewichtiges Motiv, neben den zwei weiteren Antisemitismus und Rassismus. Und das gehört in den Blick und solche Taten gehören auch unmittelbar dann entsprechend bewertet. Und ich ärgere mich ehrlich gesagt darüber, dass das immer wieder auch aus dem Blickfeld gerät und immer nur sozusagen einzelne Dimensionen dieses Anschlages wahrgenommen werden. Ich glaube, der Anschlag, den muss man in seiner Gesamtheit wahrnehmen, auch um die verschiedenen betroffenen Gruppen, an die ja dort eine Botschaft ausgesendet werden sollte, tatsächlich im Blick zu haben. Und dass mit Jana Lange eine couragierte Frau ermordet wurde, ist kein Zufall. Sie hat sich zu Wort gemeldet, sie hat dem Täter versucht, Einhalt zu gebieten, hat gesagt, was machst du hier, was soll das Geballere, und sie hat dafür mit ihrem Leben bezahlt und es war mit Sicherheit kein Zufall. Ich würde gerne noch einen weiteren und dann leider auch letzten Aspekt ansprechen, weil wir gleich auch aufhören müssen, und zwar das ist nochmal das Thema Umgang mit den Opfern. Das ist ja in beiden Inputs ja auch sehr stark nochmal angeklungen. Also wie wird eigentlich von staatlicher Seite aus mit Opfern rechtsextremer, rechtsterroristischer Gewalt umgegangen? Und da vielleicht einen kurzen Einblick, was NRW angeht, weil wir es gestern intensiv im Innenausschuss diskutiert haben. Es gibt in NRW jetzt ein Opferschutzportal, was wir auch begrüßen, wo Angebote, Beratungsangebote, Strukturen für Opfer aufgezeigt werden. Ausgerechnet die beiden Opferberatungsstellen für opferrechter Gewalt, die vom Land gefördert wurden, die 2011 von uns eingeführt wurden von Rot-Grün, sind da nicht aufgeführt. Und trotzdem nennt man dieses Opferschutzportal immer als gutes Beispiel auch für opferrechter Gewalt. Und das ärgert mich einfach massiv, dass man hier die Opferberatungsstellen als Landesregierung überhaupt nicht auf dem Schirm hat. Das Zweite ist, was wir als Idee hatten im Untersuchungsausschuss NSU hier in Nordrhein-Westfalen, war, dass ähnlich wie bei Opfern häuslicher Gewalt in NRW die Polizei das Opfer fragt, dürfen wir deine Kontaktdaten an eine spezialisierte Beratungsstelle weitergeben, damit diese Beratungsstelle proaktiv mit dir Kontakt aufnehmen kann. Natürlich nur, wenn die betroffene Person dieser
Kontaktvermittlung dieser Datenweitergaben zustimmt. Wir haben das im Bereich für Opfer häuslicher Gewalt. Wir wollen es gerne haben, auch für Opfer rechter, rassistischer Gewalt, dass die Polizei proaktiv dieses Angebot macht und Daten weitergibt nach Einwilligung. Das ist hier nach wie vor nicht umgesetzt. So. Und auch das ärgert mich, wenn wir gestern hier diskutiert. Der Innenminister hat versprochen, sich das nochmal anzugucken. Und da würde mich aber interessieren, auch von euch, was aus eurer Sicht weitere wichtige Maßnahmen sind, um die Opfer stärker eben auch in den Fokus zu rücken, sie zu unterstützen und damit ja auch eine Solidarität auch des Staates und auch der Gesellschaft ihnen auch zu geben. Also ich will da einen Aspekt stark machen. Du hast verschiedene andere schon beschrieben, die umzusetzen sind und auch in allen anderen Bundesländern umgesetzt werden sollten und auch in Sachsen-Anhalt zum Teil schon sind. Aber ich will einen Aspekt nochmal stark machen, der setzt quasi noch ein Stückchen weiter früher an als das, was du beschrieben hast, nämlich das, was in solchen extremen Ausnahmesituationen notwendig ist. Wir brauchen im polizeilichen Arbeiten von Anfang an neben der Gefahrenabwehr und der Ermittlungsarbeit das Mitdenken für die Bedürfnisse von Betroffenen, und zwar vom ersten Augenblick an. Wir haben das in Halle an der Synagoge erlebt, wie die Opfer, die Betroffenen, die dort überlebt haben, diesen Anschlag, wie die sozusagen auch im Nachgang noch weitere Traumatisierungen durch polizeiliches Handeln erfahren haben. Und das hat viel damit zu tun, wie dieser Einsatz an der Stelle gelaufen ist, wie Kommunikation gelaufen ist oder eben nicht gelaufen ist. Mein Eindruck ist, polizeilich lohnt sich es da nach Bayern zu schauen, die die psychosoziale Notfallversorgung für Betroffene von Anfang an mitdenken und auch entsprechend gezielt landesweit Beamtinnen und Beamte schulen, die in solchen Situationen dann eingesetzt werden vor Ort. Die muss ich ja dezentral vorhanden haben, weil ich die sozusagen sehr zügig an den Einsatzort ranführen muss, um dann die Koordination in solchen sensiblen Bereichen zu übernehmen. Und wir wollen als Grüne, dass ein solches System analog zu Bayern jetzt auch in Sachsen-Anhalt aufgebaut wird. Und ich weiß, dass es dort einen intensiven fachlichen Diskurs in den betreffenden Bund-Länder-Arbeitsgruppen der Polizei zu dem Thema gibt und auch eine Menge Streit. Und ich meine, man kann fachlich sich nur auf die Seite der Position stellen, die sagt, wir brauchen tatsächlich ein flächendeckendes System für die psychosoziale Notfallversorgung von Anfang an als initiale Verantwortung von Polizei. Polizei muss diese Verantwortung sehr schnell dann wieder abgeben an tatsächlich entsprechende Fachinstitutionen. Aber für den ersten Ansatz, wo nur die Polizei vor Ort ist, wo noch keine Dritten vor Ort sein können, muss schon mit vorgesorgt werden, weil entsprechende Traumatisierung, die an dieser Stelle passieren, die kriegen wir im weiteren Verlauf gar nicht mehr aufgefangen. Und dann gehen all die Maßnahmen, die du beschrieben hast, im Anschluss gegebenenfalls auch ins Leere. Moment, mir wären vielleicht zwei Aspekte noch wichtig, ein bisschen weg vom rechten Terror hin, mehr zum breiteren Bereich der rechten Aggression. Ich glaube, die Polizei sollte auch im Zusammenhang mit Straftaten aus dem Bereich von Querdenkern, radikalen Impfgegnern, Corona-Leugnern, Verschwörungsgegnern glaubhafter agieren, Grenzen aufzeigen und vor allen Dingen, sie sollte deutlich machen, dass auch diese Szene auch um die AfD herum tatsächlich einen Repressionsdruck erfährt. Also bei uns ist das tatsächlich so, wir kriegen gerade auch, es sind ja auch Kollegen unter den TeilnehmerInnen, die das auch bestätigen können. Also wir kommen gerade aus den Bereichen Sachsen, aus vielen Bundesländern Rückmeldungen, dass wirklich auch gerade MedienvertreterInnen wirklich immer wieder zu Opfern rechter Gewalt werden, dass es überhaupt keine Verfolgungsanzeichen der Polizei gibt, diese Straftaten irgendwie ernst zu nehmen. Also ich erlebe das selber immer wieder, dass die Angreifer, das ist wie, als wenn das ein Höflichkeitsdelikt wäre, Medien anzugreifen oder KritikerInnen anzugreifen oder Menschen irgendwie anzugreifen. Also ich glaube, es muss glaubwürdiger werden. Wir haben gute Gesetze, die müssen aber auch angewandt werden. Und das sehe ich im Alltag in Deutschland im Umgang mit Rechts ehrlich gesagt gar nicht. Und diese Großdemonstrationen waren wirklich erschütternd, auch für uns da teilzunehmen, wenn wirklich sich niemand, 40.000 in Kassel, Eskalationen in Leipzig und Berlin, wenn niemand auch nur annähernd das Gefühl hat, ich
ich kann hier machen, was ich will und ich erfahre überhaupt nicht, die Grenzen des Gesetzes zu spüren. Wie soll denn das ernst genommen werden? Und der zweite Punkt, der mir sehr, sehr wichtig ist, ist wirklich die Schulen zu stärken, die Kindergärten. Wir haben gerade auch in Niedersachsen, aber Nordrhein-Westfalen auch massive Einschüchterungsversuche an Schulen und Kindergärten, wo zum Beispiel auch die Maskenpflicht umgesetzt wird, Schulleiterinnen, Kita-Leiterinnen werden eingeschüchtert, werden bombardiert mit Schreiben, die Schule werden besprüht, es werden Demonstrationen vor den Schulen durchgeführt. Auch da sollte frühzeitig hingeschaut werden. Wir ziehen uns da eine Generation heran, die mit Feindbildern aufzuwachsen droht, die sich dieser demokratischen Erziehung entzieht, immunisiert wird Demokratie und Welt in offener Gesellschaft. Also das heißt, bitte viel, viel und niedrigschwelliger schon anfangen, ernst genommen zu werden und das Ganze auch im zivilgesellschaftlichen Kontext immer wieder auch umzusetzen. Absolut, genau das ganze Thema auch der Prävention und so, das ist jetzt heute jetzt hier gar nicht Thema, aber ich glaube, das können wir alle unterschreiben, dass man da nochmal drauf gucken muss. Ich würde gerne an Andrea Röpke nochmal eine Abschlussfrage stellen und Sebastian, wenn du magst, kannst du natürlich gerne ergänzen. Genau, ich weiß, ich mache jetzt ein Fass auf, wir müssen es aber ganz kurz machen, das Fass, ja, also bitte schnell wieder zumachen. Ja. Wenn ich mir so aktuell angucke, was haben wir in den letzten Jahren erlebt? Also NSU, wir haben jetzt in den letzten 2 Jahren die verschiedenen Anschläge in Deutschland gehabt. Nicht nur in den letzten 2 Jahren, auch München gehört ja dazu 2016. Also ist auch gut, dass das nochmal so explizit hier auch erwähnt wurde. Ne? Viele gar nicht so auf dem Schirm. Jetzt haben wir die ganze, also jetzt im Sommer und auch im letzten Jahr ja schon diese ganzen Demos der Corona-Leugner erlebt. Wir haben eine massive Diskursverschiebung durch die AfD, die wir auch hier im Parlament, Sebastian, ist bei euch ja genauso, ne? Ihr habt in Sachsen-Anhalt ja noch eine viel größere AfD-Fraktion, aber auch wir in Nordrhein-Westfalen erleben ja auch eine Diskursverschiebung durch die AfD im Parlament. So. Und ich hätte gerne, oder was hätte gerne, ich würde, meine Frage wäre, so, Andrea Röpke, du bist ja in der Rechtsextremismus, ja, also du betrachtest uns ja als Rechtsextremismus-Expertin, machst seit vielen, vielen Jahren, arbeitest du in diesem Themenfeld. So. Und würdest du meine Sorge teilen, dass da vielleicht auch nochmal eine weitere Radikalisierung gerade stattfindet? Oder wäre das übertrieben, das sozusagen? Absolut, absolut. Wir haben eine Radikalisierung auf ganz breiter Ebene. Also das ist das, was es unheimlich unberechenbar, undurchsichtig macht. Und wir versuchen auch als Journalistinnen uns gerade als Freie uns zu solidarisieren und zu vernetzen, uns abzusprechen. Wir versuchen Räume zu dokumentieren in Räumen, in Orten, in Regionen, wo sich eigentlich keiner mehr hintraut. Wir unterstützen diejenigen zivilgesellschaftlich, versuchen nicht nur zu schreiben, zu berichten, sondern auch danach da zu sein, AnsprechpartnerInnen zu sein. Und ich denke, das müsste gesellschaftlich ganz anders und viel breiter dem entgegengestellt werden. Wir haben eine enorme Verrohung und Radikalisierung bis hin zu den zahllosen Untergrundgruppierungen, die Waffen horten, Munition horten. Da stimme ich zu und ich sehe das Ganze wirklich zurzeit auch sehr bedrohlich an. Dem ist nichts hinzuzufügen und ich glaube, da wird es insbesondere auch auf staatliche Antworten ankommen, solange das Ganze alles sanktionsfrei passiert. Und ich glaube, diese Erfahrung, ich will da einfach auch historisch nochmal zurückgucken, wir haben das zu Beginn der 1990er Jahre in Ostdeutschland erlebt. Die Generation, die in Rostock, Lichtenhagen und Hoyerswerda die Erfahrung gemacht hat, dass der Staat ihre Angriffe auf Asylbewerberinnen und Asylbewerber nicht nur nicht sanktioniert hat, sondern dass diese Angriffe auch noch in politische Maßnahmen verwandelt worden sind von der Mehrheitsgesellschaft. Und auch diese Erfahrung machen Corona-Leugnerinnen und Leugner ja bisweilen, wenn ich mir die Diskussion um die Frage, wie soll eigentlich mit einer Pandemie diesen Ausmaßes umgegangen werden, dann ist das ja an ganz vieler Stelle auch eine Mutlosigkeit und ein Agieren zu dieser Gruppe, dieser Minderheit. Und die Erfahrung aus den 1990er Jahren am Anfang hat uns die Baseballschlägerjahre in Ostdeutschland in den Jahren darauf beschert. Also eine unglaublich selbstbewusste rechtsextreme Szene, die staatlich auch kaum einzuhegen war. Und die
weitere Radikalisierungsumdrehung war ja dann das Entstehen des NSU, also von organisierten rechtsterroristischen Netzwerken. Und ich glaube, man muss sowas, ohne jetzt den Teufel an die Wand zu malen, einfach als Gesellschaft und auch seitens der Sicherheitsbehörden auf dem Schirm haben und muss da frühzeitig konsequent gegen vorgehen. Ja, vielen Dank. Das wäre schon ein perfektes Statement für den Abschluss. Ich will vielleicht ganz zum Schluss noch darauf hinweisen, dass wir ja auch hier in NRW im Landtag sehr intensiv an die letzten Monate über die Frage von Rassismus und gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit in der Polizei ja auch diskutiert haben und hier eine Stabsstelle ja eingesetzt wurde, die aus meiner Sicht sehr gute Handlungsempfehlungen erarbeitet hat. Sebastian, du hast ja auch gerade schon Ansatzpunkte genannt, ne? Also was Supervision angeht, Fortbildung, auch verpflichtende Fortbildung, Sensibilisierung gerade auch der Führungskräfte, viele, viele weitere Punkte. Und aus meiner Sicht geht es darum, das jetzt auch hier in der Polizei zu implementieren, um einmal entgegenzuwirken, dass es Rassismus in der Polizei gibt. Und dann ist natürlich der andere Schritt, der genauso gegangen werden muss, die Sensibilisierung in der Polizei für dieses Themenfeld Rechtsextremismus, also auch nochmal, ich finde, auch Wissenschaft einzubeziehen, wissenschaftliche Erkenntnisse über Radikalisierungsprozesse und so weiter, um Radikalisierung auch wahrnehmen zu können. Und es gibt natürlich auch noch andere Themen, also wir haben jetzt gar nicht so stark über Waffen gesprochen und so weiter, auch das sind ja nochmal wichtige Themen, wenn man sich anguckt, so wie viele Waffenerlaubnisse gibt es eben in den Händen von Rechtsextremen. Wir haben dazu eine große Anfrage, also generell zum Thema Rechtsextremismus in NRW gemacht. Da ist auch nochmal erschreckend zutage getreten, wie viele Rechtsextreme, darunter sehr viele Reichsbürger hier in NRW, eine Waffe besitzen. Ich glaube, das sind also die Themen, die wir definitiv in der Innenpolitik angehen müssen und das ja auch tun. Und das ganze Feld der, ich sag mal, Prävention, Bildung, Intervention haben wir jetzt heute gar nicht andiskutiert oder ansprechen können, aber es ist ja auch ein Polizeikongress. Aber klar ist, dass wir das natürlich genauso machen müssen und auch immer die Stärkung der Zivilgesellschaft einfach brauchen, die seit Jahren kontinuierlich in diesem Themenfeld eben auch arbeitet und da eine sehr relevante und wichtige Arbeit auch macht. Ja, ich möchte mich wirklich total bedanken bei Andrea Röpke und Sebastian Striegel fürs Kommen, für die Inputs. Danke auch für den einen Kommentar. Es gab ein paar Kommentare, glaube ich, auch im Chat, auch nochmal zum Bach- und Wechseldienst. Ich habe das jetzt mal als Kommentar auch gewertet. Also vielen Dank dafür. Es geht jetzt gleich weiter um 17.40 Uhr. Wir werden übrigens auch beim Abschlusspodium, das kann ich jetzt hier schon mal so ein bisschen anteasern, auch nochmal auf die Frage von Rassismus in der Politik Zeit zurückkommen auch nochmal. Ich würde auch da gerne die Frage stellen, was das Thema Disziplinarverfahren angeht, um das vielleicht schon mal so ein bisschen anzutriggern. Es wird auf jeden Fall noch interessant. Es bleibt interessant bis zum Schluss unserer Veranstaltung. Und ich würde mich sehr freuen, wenn einige oder vielleicht auch alle, die jetzt hier zugeschaut haben, weiterhin mit dabei sind bei den weiteren Diskussionen und Inputs und sich gerne einbringen. Wie gesagt, über den Chat, wir freuen uns da sehr, wenn es Debatten gibt. Ich habe auch schon ein paar E-Mails bekommen mit guten Hinweisen, also auch dafür vielen Dank, da freuen wir uns auch total drüber. Genau, und vielen Dank nochmal an Andrea Röpke, an Sebastian Striegel. Ich mache jetzt hier das Webinar würde ich jetzt hier beenden und um 17.40 Uhr machen wir weiter mit Inputs und was für unser Panel auch total spannend ist, wir gleich jemanden da haben von der Initiative Schwarze Deutsche mit einem Input, weil es uns auch wichtig war, eben auch Stimmen aus der Zivilgesellschaft zu hören, auf mit ihrer Perspektive auf Polizeiarbeit und was Polizei eben auch leisten muss, um für alle Menschen eben auch ansprechbar zu sein. Vielen Dank und stimmen deine Kontaktdaten noch. Ich glaube, Sebastian, das müsst ihr gleich privat klären. Huch. Ich wollte auf Andrea antworten, das ist offensichtlich nicht gelungen. Also, warte, bitte noch gerne, wenn später noch ausgetauscht ist, Chat schließen. Vielen Dank und dann später sehen wir uns wieder in dem großen Panel. In 5 Minuten geht es weiter, solange können sich alle noch einen Kaffee holen und dann geht es gleich weiter. Bis dann und herzlichen Dank. Tschüss.